Guten Morgen, liebe Sternenfreunde. Ich habe euch die letzten Wochen etwas vernachlässigt aufgrund persönlicher Umstände, Umzug und so weiter. Konnte ich nicht gut Videos drehen, hatte auch nicht so viel Zeit und Muße dafür. Freue mich aber, dass es heute mit einem kleinen Beitrag zu Skorpion weitergeht. Der letzte Video war ja zum Sternzeichen Skorpion und morgen früh um 6.07 Uhr bekommen wir einen wichtigen und spannenden Neumond in Skorpion, der heute bereits zu wirken beginnt, vielleicht auch schon zwei, drei Tage ins Wirken gekommen ist und bis zum nächsten Vollmond dann auch noch einige Nachwirkungen nach sich ziehen wird. Ihr seht hier im Horoskop, Sonne und Mond sind ja bei Neumond ganz eng zusammen. Im ersten Haus in Skorpion stehen. Wir haben auch einen Skorpion-Aszendenten morgen früh. Das verstärkt die Sache. Und Merkur ebenfalls in Skorpion. Merkur war ja längere Zeit rückläufig in der Waage, ist seit einigen Tagen wieder in Bewegung gekommen und jetzt eben auch in diesem sehr forschenden, tiefgründigen und spannenden Zeichen Skorpion, das besonders unsere Gefühle betrifft. Der Neumond in Skorpion ist ja einer der tiefsten, dunkelsten Punkte im Jahreskreis, im oft nebelverhangenen Monat November. Und diesmal, ihr habt ja schon gesehen, mit so viel Skorpionballung ist er ein besonderer Katalysator für seelische Bereinigung. Ein Wendepunkt, an dem jeder von uns seine innerste Seelenabsicht neu erspüren könnte. Diese Seelenabsicht ist was ganz Tiefliegendes, die ja im Alltag oft nicht ganz so spürbar ist, nicht so offensichtlich wird. Und der morgige Tag würde sich da besonders eignen, sich mal Zeit dafür zu nehmen, in sich zu gehen und etwas von dieser Seelenabsicht zu erspüren, zu erkennen. Neumond ist ja immer eine gute Gelegenheit, sich von äußeren Dingen, von Ablenkungen und sowas ein bisschen abzuwenden, nach innen zu spüren und nach innen zu schauen. Diesmal ganz besonders, weil der Neumond eben nach entscheidenden Wendemarken stattfindet und deren Erfahrung durch den Lauf des Mondes sozusagen in sich trägt. Diese Wendemarken betreffen vorwiegend Merkur und Mars, die beide rückläufig waren. Und zwar wochenlang. Das heißt, rückläufig, wir waren da sehr stark aufgefordert, Dinge zu reflektieren, aus der Vergangenheit kamen viele Fragestellungen hoch, alte Muster wurden reaktiviert, etc. Merkur ist schon einige Tage wieder direktläufig, das heißt, unsere Denkstrukturen können neu geformt werden, neue Überlegungen können jetzt gut in die Tat umgesetzt werden, vor allem, weil ja Mars seit heute auch wieder direktläufig ist. Zuvor bleibt er ja einige Tage stationär, das heißt am gleichen Punkt stehen. Man fühlt sich vielleicht handlungsmäßig blockiert oder nicht so, kommt nicht so recht in Schwung. Aber jetzt dürfte jeder von uns spüren, dass er Lust bekommt, neue Ideen zu realisieren, voranzugehen, mutig voranzuschreiten.
Der Mond hat also diese Erfahrungen von Wendung, Neuorientierung, neue Richtungen in sich aufgesaugt, als er die letzten beiden Wochen alle Planeten aspektiert hat und bringt sie nun in das Wandlungsgefäß des Neumondes. Und daraus könnten eben neue Erkenntnis oder auch Tatimpulse geboren werden. Der Mond, eigentlich die Luna, die Meisterin des Erspürens und subtilen Wahrnehmens, diese weiblich-rezeptive Energie, hat diese Erfahrung von Umwenden, Neuorientierung in sich aufgenommen und am Neumond kannst du sie nun besonders tief wahrnehmen. Wir haben es ja alle erlebt, um nur ein praktisches Beispiel zu nennen, durch die Wendung, die in Amerika passiert ist, eine neue Politik kommt, das Alte muss jetzt weichen, muss jetzt sich verändern und viele haben ja in Interviews in Amerika gesagt, es ist wie ein Aufatmen, es ist wie ein, ja, wie ein Druck, der jetzt so allmählich weicht, auch wenn das Alte noch Widerstand hat, durch die starke Steinbockbetonung, die immer noch herrscht. Aber eine neue Zeit bahnt sich an, deutet sich an. Für viele ein positives Aufatmen, aber für andere auch eine Wendung hin zur Enttäuschung. Das heißt, immer auch Illusionen loslassen, Projektionen abgeben, die in diesem Fall auf eine Führerperson gerichtet waren, welche so hohe Erwartungen nicht erfüllen konnte. Und das bringt uns auf der individuellen Ebene ähnliche Chancen. Die alten, vielleicht auch karmischen Themen, mit denen wir in den vergangenen Wochen konfrontiert wurden, von denen wir vielleicht manches reflektiert haben, wo wir vielleicht auch noch in der Vergangenheit gehängt waren, die können nun aufgearbeitet werden. Der Merkur läuft zum Neumond nun wieder voraus und will zusammen mit Mars, der jetzt allmählich immer mehr Schwung bekommt, daraus nun klare Worte und Taten formen. Mars in Widder ist durchaus stark und recht betont, steht aber im Neumondhoroskop alleine, er hat keinen Aspekt, keine direkte Anbindung an andere Planeten. Das heißt, er braucht vielleicht ein wenig Unterstützung, Anstöße von außen. Wenn es also Personen in deinem Umfeld gibt, die im Moment dich aktivieren könnten, dir Ideen vermitteln wollen, Impulse geben, dann beachte das im Moment besonders. Der Mars ist freilich auch Herrscher dieses Neumondes in Skorpion. Mars ist der alte Herrscher des Zeichens Skorpion. Der neue ist Pluto. Der Neumond hat ja auch einen Skorpion-Aszendenten, sodass der Mars durchaus in die ganze Energie sich gut einbringen kann und zumindest im Hintergrund vernetzt ist mit den anderen Kräften dieses Neumondes. Damit kann viel bewegt werden, wenn du den Signalen deines Unterbewusstseins nun folgst, dieselben nicht ignorierst und Hilfen annimmst, die sozusagen zufällig auf dich zukommen. In jedem Horoskop gibt es Aspektfiguren, das sind geometrische Kombinationen dieser bunten Linien. Und eine berühmte Figur ist das sogenannte
Jod, eine Schicksalsfigur, der Finger Gottes genannt, zwei grüne Linien und an der Basis eine blaue. Die seht ihr hier. Hier an der Basis die blaue Linie, nach oben zwei grüne Linien. Eine besonders wirkungsvolle Kombination von Energien, die allerdings auch erstmal viele Zweifel und Fragen mit sich bringen mag, aber dann die Möglichkeit zu Durchbrüchen gibt. Diese blau-grüne Dreiecksfigur bildet sich nun zusammen mit Pluto in Steinbock, also Sonne, der Neumond selbst. Sonne, Mond verbindet sich harmonisch, günstig mit Pluto in Steinbock, mit der Kraft der Transformation, der tiefen Bereinigung. Und zwei grüne Linien hoch zum Mondknoten in Zwillinge. Der Mondknoten hat sehr häufig mit alten Mustern, auch mit Karma zu tun und zeigt hier nun die Möglichkeit karmischer Durchbrüche und verbaler Bereinigungen an. Zwillinge, ein Kommunikationszeichen. Die friedensbringende Venus in Waage unterstützt diese Prozesse durch Kompromissbereitschaft und die Möglichkeit, ausgewogene Gespräche zu führen. Wenn du also in Beziehungen aller Arten merkst, dass die Probleme der vergangenen Wochen dich auf alte Muster gestoßen haben, die mögen auch schmerzhaft gewesen sein. Vielleicht kam richtig weit zurückliegendes zur Resonanz. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, auflösende und klärende Prozesse einzuleiten und in den nächsten zwei Wochen immer mutiger anzustoßen. Merkur in Skorpion zeigt, dass Unterstützung durch einen Berater, durch einen Coach, einen Therapeuten oder eine Astrologin jetzt besonders hilfreich wäre und angesagt ist. Trau dich mit dem Rückenwind dieses Neumonds an deine Schattenseiten. Geh jetzt auch mal dorthin, wo es wehtun kann. Das wird nun eben besonders viel Frucht bringen und langfristig Neues ermöglichen. Bestätigt wird diese Tatsache durch Pluto. Ich nenne Pluto gern die kosmische Müllabfuhr, der ja in positiver, kraftvoller, blauer Aspektierung zum Neumond steht. Die plutonische Kraft führt dich in die Tiefe, in die Unterwelt. Dort gibt es ja nicht nur Ängste und Schmerzen, sondern auch verborgene Schätze, das dürfen wir nicht vergessen. Der Mythos des Orpheus, Orpheus in der Unterwelt, der ist jetzt besonders aktiviert. Der Mythos könnte uns besonders lehren, uns nicht zum falschen Moment umzudrehen. Verfall also nicht in die alten Muster, bevor die neuen Ideen und Handlungsimpulse nicht gefestigt sind. Habe Geduld, harre aus, wo nötig. Mach's nicht wie Orpheus, der sich eben zum falschen Moment umgedreht hat, der geschaut hat, als er mit seiner geliebten Eurydike aus der Unterwelt wieder nach oben gestiegen ist, der sich kurz vor dem Ausgang gegen das Verbot von Hades, Pluto, umgewendet hat, ob Eurydike wirklich da ist. Er hat also nicht hundertprozentig vertraut, dass der Prozess schon seine Richtigkeit haben wird, weil er das Ergebnis noch nicht gesehen hat und ihre Schritte auch nicht gehört hat.
Es geht also um ein tief liegendes Vertrauen, dass das, was jetzt noch in der Dunkelheit gesät wird, sich dann auch schon richtig formen wird. Gib dir mindestens den Zeitraum des nächsten Mondzykluses, also 28 Tage, um zu beobachten, wo und wie sich Neues verankert, dass du jetzt wirklich ehrlich und genau neu säst in den Boden deiner Seele. Dann kann dich der nächste Neumond in Schütze zu ganz wunderbaren Höhenflügen bringen. Die Sonne tritt ja auch schon in ungefähr einer Woche in das Zeichen Schütze ein und wird uns dann darin unterstützen. Zum Schluss noch ein Blick auf das schöne blaue Dreieck, das Sonne und Mond zusammen mit den Steinbockplaneten und auch mit Neptun in Fische bilden. Dieses Dreieck ermöglicht großartige spirituelle oder künstlerische Erfahrungen, die sehr beglückend sein können. Wir sind ja immer noch relativ auf uns geworfen. Durch den Teil-Lockdown haben wir wenig äußere Ablenkung. Also ist gerade spirituelle Erfahrung, Musik, Meditation, Naturerfahrung besonders angesagt. Um die wunderbar verbindenden Kräfte dieses blauen Dreiecks wirklich in dich aufnehmen zu können, braucht es Räume des Rückzugs, der Stille, des Nichtstuns, die jetzt besonders wichtig sind und besonders gut eröffnet werden können. Lausche vielleicht einmal in die Tiefe deiner Seele. Gib deiner Seele Raum zu atmen und ein ungeahnter Klang ins Offene hinein wird es dir danken. Ich wünsche dir morgen und die nächsten Tage, dass diese nicht ganz einfachen, aber sehr vielversprechenden Kräfte des Skorpion-Neumonds dir Gutes bringen mögen, dass sich Wünsche von dir erfüllen dürfen, dass genau das Richtige in dir neu geboren werden mag. Einen schönen Sonntagmorgen und eine gute Zeit. Tschüss.